Token. Token sind lexikalische Einheiten und hier gibt es in Java oder der Hamstersprache folgende Unterscheidungen. Es gibt einmal Symbole, wie der kleiner Operator, der Zuweisungsoperator gleich oder der kleiner Gleichoperator. Schlüsselwörter, wie while und if, die bestimmte Bedeutungen haben, die wir dann in den folgenden Unterrichtseinheiten noch kennenlernen werden. Bezeichner, um beispielsweise Prozeduren zu benennen oder Klassen zu benennen. Oder literale, typspezifische Konstanten, wie true als Boolsches-Literal oder literale, die jetzt Zahlenwerte repräsentieren, wie hier 23 oder 24,5. Aber auch Zeichenketten, die hier mal angedeutet werden, wie die Zeichenkette Hello World. Derartige Token kann man in Java und der Hamstersprache beliebig trennen, und zwar durch Trennzeichen. Und als Trennzeichen dienen das Leerzeichen, was ich auch als Blank bezeichne, Tabulatoren, Zeilenende, Zeilenvorschub oder Seitenvorschub. Nutzen Sie diese Möglichkeit, insbesondere weil daher, also durch die Trennung von Token, Programme sich übersichtlicher gestalten lassen. Wichtig in Java ist auch, dass Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden werden. Das heißt, das Schlüsselwort while wird komplett mit Kleinbuchstaben geschrieben und es wäre grundsätzlich was anderes, das H oder das W beispielsweise groß zu schreiben. Das darf man nicht. Groß- und Kleinbuchstaben werden streng unterschieden.